Ponymeth. Die Eule wusste, dass du zurückkommen würdest. Sie ist Athenas Lieblingsvogel. Ich bin hier wegen des Gewölbeschlüssels. Was machst du denn hier? Das ist beinahe lächerlich. Willst du sagen, er ist nicht hier? Er ist an einem sicheren Ort. Unter Wasser, im Wrack des Ariabignes. Das klingt nicht wirklich sicher. Wieso nicht sicher? Er ist von sehr vielen Beschützern umgeben. Warum bekomme ich nie die einfachen Aufträge? Uhu, wer weiß. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt.
Ich habe den Schlüssel. Dein Partner hatte ihn wirklich gut geschützt. Das sollte er auch. Er war teuer genug. Womit verdienst du eigentlich deine Drachmen? Ich brauche nur sehr wenig und bezahle nur für wichtige Dinge. Ich bin beinahe sparsam. Den Schlüssel habe ich. Muss ich sonst noch etwas tun, bevor ich die Insel des Feuers besuchen kann? Sag du es mir. Fühlst du dich bereit, die Schmiede des Hephaistos zu erkunden? Moment, du willst mir vorher keine seltsame Frage stellen? Vielleicht fällt mir später noch eine ein. Ich bin bereit, die Insel zu erkunden. Gut, du beweist, dass du würdig bist. Ach, das bin ich? Beeindruckend. Es gibt eine Insel, die von Rauchwolken umgeben ist und wo die Erde brennt. Die Schmiede des Hephaistos. Dort befindet sich ein legendärer Helm. Bring ihn mir, damit ich ihn untersuchen kann. Ziemlich gefährliche Reise für einen Helm. Das ist bei weitem nicht der einzige Schatz dort. Du kannst alles, was du findest, behalten. In Ordnung. Ich reise zur Insel und hole den Helm.
zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Thank you.
Die Eltern der außergewöhnlichen Gorgophone waren Andromeda aus dem stolzen äthiopischen Königshaus und Perseus, von dessen Sieg über die Gorgone Medusa sich ihr Name herleitet. Der Tradition entsprechend heirateten Frauen nur einmal, und zwar als Jungfrauen. Starben ihre Ehemänner vor ihnen, verbrachten sie den Rest ihres Lebens als Witwen. Gorgophone widersetzte sich dem und wurde zur größten Großmutter Griechenlands. Es heißt, eine ältere Kriegerin hätte unter den Menschen am Tritonsee so viel Unheil verursacht, dass Perseus höchstpersönlich kam und sie tötete. Weise Stimmen behaupten, dies wäre die letzte Rebellion der Gorgophone gewesen. Gorgophones erster Gatte war Perieres, König von Messene und Sparta. Ihre Söhne wurden selbst zu mutigen Prinzen und Königen Spartas.
Doch mit ihrem zweiten Gemahl, dem König Euballos von Sparta, hatte Gorgophone noch großartigere Kinder und Enkel. Helena von Troja, Kastor und Polydeukes, Klytämnestra und viele andere stammen von ihr ab. Der Helm scheint gewöhnlich, aber er wurde sorgfältig versteckt. Ich sollte ihn dieser Frau bringen. Come on.
Mal Pause! Diese brennende Insel und das Grab. Man könnte sie beinahe eine Herausforderung nennen. Selbst für dich? Du übertreibst, Adlerschatten. Doch sag, hast du den Helm? Natürlich. Aber wie kannst du von einem solch schrecklichen Ort wissen? Und wer bist du, mich dorthin zu schicken? Wer glaubst du, bin ich, Cassandra? Einige sagen, ich sei sehr weise. Für andere bin ich die Weisheit selbst. Sag mir, wer bin ich für dich? Du schicktest mich zu einem Friedhof, wo ich einen verzweifelten Mann traf, der dachte, Athena sandte mich, ihn zu töten. Aber vielleicht hat er nur gedacht, du wärst Athena. Es ist unklug, den Worten eines Verrückten Glauben zu schenken. Dann schicktest du mich zu einem von Löwen bedrohten Dorf und ein komischer wilder Mann stand bei all dem im Mittelpunkt. War das ein göttlicher Test meiner Weisheit oder reiner Zufall? Du hast dich selbst zu dem Dorf geschickt. Ich sorgte nur für die Gelegenheit. Und zum Schluss der Einsiedler mit dem Schlüssel. Und das sogar unter einer Statue von Athenas Tiersymbol, der Eule. War das alles ein Scherz oder steckt ein Funken Wahrheit in seinem Glauben? So viele Gedanken schwirren dir durch den Kopf. Beinahe zu viele, um sie abzuwägen. Entscheide dich, Cassandra. Als Enkelin des Leonidas, Trägerin der Blutlinie, muss ich dich als Athena anerkennen. Der Helm, den ich dir bringen sollte, trägt deinen Segen. Falls es wahr ist, sollte ich deine Anerkennung annehmen. Aber lass mich erst einmal den Helm sehen. Ich hoffe, das war es wert. Du bist nicht besonders konsequent. Wer keine Prinzipien hat, hat auch kein Ziel im Leben. Ich habe genug gesehen. Hier, bitte. Vielen Dank. Ich hoffe, durch diese Reise hast du Weisheit erlangt. Ja, ich habe gelernt, dass auch an den seltsamsten Quellen Profit wartet.